Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Ja, ich bin jetzt wieder an meinem Schloss und ich dachte mir, wir machen heute mal eine kleine Baurunde. Ich habe hier schon wieder ein bisschen was vorbereitet. Ja, und jetzt denke ich mal, werden wir einfach mal die Materialien verbauen. Sonst würde es einfach auch zu lange dauern, wenn ich euch bei jeder Kleinigkeit mitnehmen würde. Glaube ich zumindest. Und ich will diesen Spalt hier endlich zumachen, weil ich ständig da reinlaufe. Ah, da unten liegt Gras. Egal. Genau, ich komme immer zwischen diesen Spalten, dann rutsche ich automatisch runter, weil ich dann einfach nicht mehr hochkomme. Und dann muss ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Es ist einfach ein bisschen nervig. Genauso wie die Mücke, die hier andauernd auftaucht. Also ich kann noch nicht mal, ja, noch nicht mal dieses Debug-Ding machen. Also das kann ich schon machen, aber es bringt nichts. Sie scheint hier immer zu spawnen. So. Jetzt sammeln wir mal das mal ein bisschen ein hier. Okay, Inventar schon wieder voll. Ach ja, ich habe auch keine Ameisenrüstung an. Das vergesse ich manchmal. Also eigentlich vergesse ich es andauernd. So. Dann nehmen wir noch die letzten Beine. Und ich habe ja noch was auf meiner Palette zu liegen. Die ist nämlich auch voll. Ah, komm schon. Genau. So, dann... Quatsch, Grasbohnen. Habe ich die jetzt tatsächlich weggeschmissen? Ach, ich bin noch so weit los, ey. Egal. Ach, herrlich. Wunderbar, wie das immer alles so funktioniert. So. Dann werde ich mal wieder einen da hinsetzen. Genauso wie hier. So. Okay. Sieht schon mal ganz gut aus. Wunderbar. Jetzt haben wir hier noch die letzten vier. Einmal dahin. Und dann werden wir noch den Rest zerhacken. Ja, ich finde dieses Messerchen hier ganz gut hier zum Grashacken. Es ist schnell. Es ist leicht zu reparieren. Und ich habe keine Ausdauer mehr. Gut. Halb so schlimm. Oh, Inventar schon wieder voll. Meine Güte. Tada, tada. Ach so, ich habe auch Durst, ne? Deshalb. Jetzt habe ich schon wieder etwas eingesammelt, was ich so nicht wollte. Ich muss unbedingt was trinken. So. Geht ja gar nicht. Oh Gott. That's not so bad. Nicht immer alles runterschmeißen, Fanny. Die brauchen das noch. So. Okay, dann hätten wir das schon mal. Ja, diese kleinen Ecken hier, die kriegt man leider nicht zu. Ich wüsste auch nicht, wie ich das machen soll. So, dann werde ich jetzt erstmal hier, ne? Auch mal ein bisschen weiterbauen. Tada. So. Was sagt denn überhaupt mein Ofen? Der Ofen sagt, ich habe wieder 8. Habe ich nicht hier in der Kiste. Wartet mal. Hier in der Kiste noch was? Oh ja, guck mal. So, jetzt habe ich schon 16. Dann werden wir die auch gleich verbauen. Was wir haben, haben wir.
So. Na, ist doch wunderbar. Klappt doch wie am Schnürchen. So, jetzt brauche ich wie viel? 3 Schalen und eine Eichelkappe. 3 Schalen. Die haben wir hier. Und habe ich jetzt irgendwo auch noch eine Eichelkappe? Ja. Und eine, ne? War das? Dann machen wir das auch noch. Ja, ich wollte eigentlich mit euch ja auch noch ein paar Marienkäfer töten. Oh, sehr schön. Guck mal. Ja, dieses bisschen... Warum ist denn mein Grasbrunnen kaputt? Okay. Ja, hier habe ich alles so schön im Wechsel gemacht, ne? Mit so lang und so lang. Und hier habe ich es vergessen. Zu tun. So ein Ach, das... Wisst ihr, das ärgert... Das ärgert mich ein bisschen, aber okay. Kann man nicht ändern. Habe ich jetzt noch? Nee, habe ich nicht. Gut, schaut mal, dann haben wir das hier auch schon mal soweit, ne? Wow, ich finde es echt mega, mega cool schon. Ihr seid da unten, ne? Ja, genau, da falle ich immer runter. Das ist nicht gut, Leute. Wirklich. Jetzt ist die Frage. Wie ich das jetzt hier am besten mache. Weil ich dachte jetzt nicht, dass ich so hoch bleibe. Wow. Okay, ich habe wirklich gedacht, es kommt jetzt ein bisschen niedriger. Wartet mal, wenn ich das jetzt... Ein Kleedach ist zu steil, ne? Und wenn ich das jetzt mit einem Lehmboden mache? Also mit so einer Lehmrampe? Ich weiß nicht genau. Wartet mal. Und jetzt nochmal ein Grasbrunnen. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt was bringt. Das Problem ist, ich werde dadurch nicht niedriger, ne? Kriege ich denn das hin? Oh, ich habe nur Angst, wenn ich das jetzt dahin baue. Wartet mal, andere Idee. Wenn ich das jetzt mit dem Halm Gras, mit der Halm Dings mache, mit der Halm hohen Pilzwand, habe ich denn eine Lücke? Damit ich ein Grasbrunnen niedriger hinbekomme. Das Problem ist, ich sehe es nicht. Oh, das ist ja ärgerlich. Okay,
weiß nicht genau, ob ich das machen soll. Auf jeden Fall. Brauche ich hier wieder Pilzwände. Reicht da jetzt eine halbe? Die ich einfach mal, genau. Um das zu schließen, ne? Ja, ja, ja. Okay, weil ich einfach nicht möchte, dass hier... irgendwelche Tiere sich da unten jetzt falle ich. Wartet mal, ich mache das mal auch mit einer Halm hier, glaube ich. Nee, reicht nicht aus. Da war noch eine kleine Lücke. Ach komm schon bitte, ich will nicht da runter. Ja, perfekt. Perfekt erstmal. Oh Gott, hab ich. Wo kommt die denn? Oh, das meine ich. Oh Gott. Au. Mann. So nichts. Oh Gott. Nichts ahnt, ne? Komm schon. Wo ist sie? Da. Nee, 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 komm mal her. Sonst falle ich wieder in diese Fettspalte. Na komm. Scheiße. Oh. Meine Güte, ich war doch jetzt darauf gar nicht. Ehrlich. Jetzt hat dieses Drecksvieh meinen Boden kaputt gemacht. Oh, ich fasse es nicht, ey. Gut. Ich glaube, ich muss in der nächsten Folge tatsächlich mit euch Marienkäfer töten, weil mir geht langsam auch die Rüstung kaputt. Oh Gott. Oh, ich habe keine Ausdauer. Achso, warte, das kann ich ja hier raufpacken. Warte, ich gehe mal kurz was trinken, dann gehe ich schlafen. Ich bin sowas von. This is probably what bottled water is. Kaputt. Hey, I'm gonna fall asleep standing up if we go much longer. Gut, jetzt habe ich natürlich Durst und Hunger. Wie sollte es auch anders sein? So, was habe ich denn zu essen? Einmal das. Ach Gott, habe ich mich erschrocken. Es tut mir so leid, dass ich so laut war gerade. Oh mein Gott. Ah. Ja, aber so ist das, ne? Da ist man völlig vertieft in irgendeine Aufgabe. Und ganz plötzlich kam dann irgendein Mistvieh. Und will mir das Leben zur Hölle machen. Okay, so, wartet mal. Ich habe ja noch ein bisschen Holz, ne? Ja, sehr schön. Dann würde ich das ganz gerne auch noch verbauen wollen. Und zwar hier oben. Sehr schön. Dann mache ich hier noch mal ein bisschen, ne? Die kleinen Seile dran.
Wir werden jetzt alles verbauen und in der nächsten Folge geht es dann auf Marienkäfersuche. So, dann werde ich wieder ein paar Seile, damit die einfach mal aus meinem Inventar kommen. Schon mal. Aber das geht nicht? Schade, weil es nicht zu Ende gebaut ist, ne? Okay. Gut, gut. Nicht schlimm. Fein. Okay. Achso, wartet. Ich kann eigentlich... direkt darunter. Noch. Quatsch. Wo bin ich denn hin? Genau. Ja, sehr schön. So, jetzt brauche ich hier noch 4, ne? Genau. Ah, ich habe noch 5. Wunderbar. Dann machen wir den auch noch fertig, den einen Bohnen. Genau, den hier. So. Alles mit Seile versehen. Sehr schön. So, mein Ofen hat anscheinend seine Arbeit auch gemacht. Dann einmal dahin. Machen wir mal schön im Wechsel. Ah, reicht leider nicht. Schade. Gut. Dann nehmen wir die Seile hier noch raus. Also Quatsch, die Spinnenfeen. Oder wie heißen die genau? Seilenseile. Ja, natürlich. Das habe ich doch gewusst. So, dann machen wir die nächsten 8 da rein. Achso, nee, das ist einmal hier, genau. Gut, dann machen wir den Rest wieder weg. Weil ich muss ja nicht alles mit mir rumschleppen. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. So, dann einmal speichern. Und dann werde ich mit euch in der nächsten Folge, wie gesagt, ein paar Marienkäfer töten, beziehungsweise auch Bombardierkäfer, je nachdem, was ich auch so finde. Und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.